Mein Name ist Uta Meyer-Hahn und ich befasse mich in meiner Forschung mit der Konnektivitätsökonomie des Internets. Was ist das, die Konnektivitätsökonomie? Lassen Sie mich dafür einen Schritt zurücktreten. Das Internet ist ein großes Netzwerk, das aus vielen einzelnen Netzwerken besteht. Inzwischen sind es mehr als 60.000. Denken Sie an Ihren lokalen Internetzugangsanbieter, denken Sie an den Online-Videodienst, bei dem Sie vielleicht ein Abonnement haben. Denken Sie auch Ihre Versicherung, die betreibt inzwischen wahrscheinlich auch ein eigenes Netzwerk im Internet. Und ich interessiere mich für die Frage, wie diese Netzbetreiber es nun schaffen, ihre Netze so zusammenzuschalten, dass zwischen allen Endpunkten des Internets Datenverkehr ausgetauscht werden kann. Dass Sie also dieses Video von allen Orten der Welt aus sehen können und umgekehrt auch, dass vielleicht Ihre E-Mail wirklich jeden Empfänger erreichen kann. Nun ist aber diese Netzwerkökonomie kein gewöhnlicher Markt, sondern ist eine Art von Netzwerkwirtschaft. Und das heißt, dass Wettbewerb und Kooperation in dieser Ökonomie ganz dicht beieinander liegen. Die Netzbetreiber müssen kooperieren, sie müssen zusammenarbeiten, um Internetkonnektivität herzustellen, sonst hätten sie kein Produkt. Sie sind aber gleichzeitig potenziell auch Konkurrenten. Internetzugangsanbieter versuchen alle dieselben Kunden zu bekommen. Warum sollten sie sich zusammenschalten? Das Rätsel, mit dem ich mich nun also befasse, ist, wie Netzbetreiber dieses Dilemma lösen, dass sie zusammenarbeiten sollen und gleichzeitig gegeneinander. Und Antworten auf diese Fragen finden Sie unter anderem in meiner Dissertation, die erscheint im Frühjahr 2019.